Muss ich mich kurz fangen? Wir sind jetzt wieder hier, ne? In Falkenstein, ne? Hier ist ja der Seefalke. Der Leuchtturm, der aus ist. Und wir sind gar nicht alleine, denn der Logan ist da. Ja, wir müssen mal gucken, was machen wir. Die Höhlentour kam relativ gut an. Ich denke, wir könnten eigentlich auch wieder in die Höhle. Da hinten irgendwo müsste die sein. Irgendwo in nirgendwo. Aber wir müssen auch ein paar Projekte hier zu Ende bauen. Zum Beispiel möchte ich endlich mal hier ein paar Sachen fertig haben. Aber erstmal werden wir unsere Vorräte hier natürlich auffüllen. Selbstverständlich. Selbstverständlich. Ja, ich hoffe, ihr hattet bis dahin eine angenehme Woche. Oder eine angenehme, schöne Zeit. Oder. Denn ich weiß nicht, wie lange es jetzt her ist, was ich aufgenommen habe. Ich bin ja auch, wie gesagt, gerade dabei. Ja, so ein bisschen dieser Umschwung, ne? Auf das andere Projekt und ja. Naja, ihr wisst ja, wie es ist, ne? Der Sommer kommt, das heißt, ich werde mehr Zeit mit dem anderen Projekt verbringen. Höchstwahrscheinlich. Davon lassen wir uns jetzt nicht aufhalten. Sondern wir gucken mal, was der Onkel so dabei hat. Eine Menge Kohle. Richtig viel Kohle. So viel Kohle, dass wir unsere Vorräte hier wieder aufgefüllt haben. Ja, also größtenteils. Können wir die Luken wieder zumachen. Die Diorit haben wir, das haben wir, was haben wir hier noch so? Ja, okay. Hier so ein Krams, ne? Und hier sowas noch. Oh, Eisen haben wir viel, ne? Und Gold. Eisen, Silber, Gold. Alles fantastisch. Müssen wir natürlich mitnehmen, ne? Das können wir mitnehmen, das können wir mitnehmen, das. Müssen wir natürlich brennen. Da brenne ich für, würde ich sozusagen sagen. Ich brenne dafür. Verdammt, ich kann gar nicht auf. Doch, kann ich. ja. Machen. Oh Gott, das fühlt sich aber alles komisch an, ne? Hier so in dieser Minecraft-Welt, da haben wir 8. Da haben wir das. Da haben wir 12. Wir können das einfach mal da reinschmeißen. Sollte ja schneller gehen, ne? Könnt ihr auch da was reinschmeißen und da was reinschmeißen und hier was reinschmeißen. Ja, Eisen können wir dann natürlich hier hinbringen. Das schmeißen wir mal hier rein. Ach ja, Freunde. Oh, ich bin müde von der Frühschicht, das glaubt ihr gar nicht. Allgemein bin ich in letzter Zeit ziemlich oft sehr müde. Weshalb es mir auch schwerfällt, voll kann durchzuziehen und Videos zu drehen. Also Videos hier auf. Huch. Okay, Moment mal. Ach gar, das geht. Das ist ja witzig. Das mir sogar schwerfällt hier, na, ihr wisst schon. Aufzunehmen. Oh, sorry, Leute. Ah, wirklich, Zeit fürs Bett, glaube ich. Anisiert Diorit Granit ist natürlich beim Steinmetz. Und wir müssten theoretisch eigentlich mal das Schloss oben weiterbauen und wir wollten, oben machen wir jetzt erstmal nicht weiter. Wir machen erstmal dort weiter kleine Projekte, die wir jetzt angefangen haben. Hier geht's nicht zum Dings. Hallo Hundis. Hallo Hundis. Und ich freue mich auf jeden Fall darüber, dass das Video schon 2 Aufrufe hat. Ich habe es gestern um 18 Uhr veröffentlicht, also zum Zeitpunkt der Aufnahme. Und es hat jetzt schon 2 Aufrufe. Ja, es ist nicht so einfach mit einem neuen Kanal. Was habe ich erwartet? Mehr? Nee, ja. Es müssen ja erstmal Leute gefunden werden, die sich dafür überhaupt interessieren. Ne? Und ja. Solange das nicht gegeben ist, ist es natürlich selbstverständlich, dass die Aufrufzahlen gering sind. Aber ich hatte doch hier, na klar, hier Andesit, ne? Zack, haben wir es aufgefüllt hier. Die Cobblestone ist nicht voll, da können wir ein bisschen was reinpacken. Und wir müssen schlafen, ne? Wir müssen, glaube ich, schlafen. Geht noch nicht? Okay.
Nicht, dass der Logan vom Blaubart hier dann meckert, ne, mit uns. Das wollen wir auch nicht. Ein Toast auf dich. Geht immer noch nicht, das ist ja ein Ding, ja. Ding der Unmöglichkeit. Ich möchte nochmal schlafen. Ja, ihr könnt ja gerne mal schreiben in die Kommentare, was ihr die Woche so gemacht habt. Oh, ich bin so müde, dass ich gar nicht schlafen kann. Doch, kann ich natürlich. So, ich muss mich echt ein bisschen, ich muss mich ein bisschen konzentrieren hier. Also, Post haben wir keine, okay. Wir können natürlich mal, das ist gar keine schlechte Idee. Wir waren schon lange nicht mehr in Hunskamp und haben uns da schon lange nicht mehr umgesehen. Ich weiß jetzt auch nicht so, was ich bauen soll, deswegen werde ich jetzt einfach mal in... Oh, eine Blume. Nach Hunsgrab reisen. Und eigentlich wollte ich das so machen, ne? Zack, zack, zack. Und mich mal in Hunsgrab ein bisschen umgucken. Was wir da so Neues finden, sehen können, entdecken können. Ich hoffe, dass ich nichts spoilere. Falls ja, tut es mir wirklich leid, aber ich kriege relativ wenig zurzeit irgendwie mit. Also es ist ziemlich viel zu tun und auch ziemlich viele Projekte. Nein, ist nicht Projekt, wenn du es nicht so meinst. Na, wer kennt's? So, jetzt sind wir hier in Hunsgrab. Hunsgrab. Hep, zack. Und wir können mal gucken. Sieht alles beim Alten aus, bis auf das hier, ne? Da könnten wir eigentlich mal gucken, ob es da schon was Neues gibt. Ach so, das ist vom Powerplayer, die Villa hier, ne? Wir gehen mal hier ein bisschen spazieren. Und quatschen. Wir gehen einfach ein bisschen spazieren und quatschen einfach mal eine Runde. Ich weiß, es ist jetzt ein bisschen blöd für euch, weil ihr nicht direkt antworten könnt und ich eigentlich auch mit mir selber rede, aber, ja, ne? Da hat sich doch gerade was getan, oder? Ich glaube, hier hat sich was getan. Da müssen wir eigentlich mal hin. Da bin ich mir sicher, dass sich da was getan hat. Und ist da gerade ein Baum gewachsen? Nee, ne? Das war das Lama, was weggegangen ist. Und seht mal, die Steine sehen echt schön aus hier, ne? Sieht echt gut aus. War das schon immer so? Willkommen im dämlichen Bettenlager, Hunsgrab. Ah ja. Ja, was ist denn da passiert? Wo geht's denn bitte schön hier hin? Ach, hier sind wir jetzt. Ja, Mensch, Menschenskinder. In der... Oh, die Rennstrecke, die hat sich aber verändert. Hier war ich schon sau lange nicht mehr. Okay. Nee, gut, hauen wir wieder ab hier. Und, ja. Gucken wir mal, wo wir hinkommen. Aber wo geht's hier rein? Hier geht's raus, ne? Perfekt. Ach, guck an, hier ist so ein kleiner... Ja. Und da, hier, ich finde dieses Gebäude... Ich finde es irgendwie klasse. Es erinnert mich irgendwie an ein World Trade Center. Da haben wir ein rotes Gebäude. Gibt es denn hier irgendwelche neuen Gebäude? Da ist der Vulkan. Schon, das ist der Vulkansee, ne? Ja, klar. Und da gibt es nichts. Hier ist irgendwie eine Landzunge. Ja, gut. Gucken wir mal weiter, ne? Wir können ja schwimmen. Schwimmi. Ich dachte, es würde schneller gehen. Wobei, wir können ja hier mal in Falland, können wir ja mal gucken. Aha, hier soll also auch was entstehen.
Hello. Zero, du musst hier mal in deinen Gewässern musst mal für Ordnung sorgen. Okay. Und hier geht's hoch. Oh, Gott sei Dank. Oh. Das war schon heikel. Was soll das eigentlich werden? Ich habe leider die Folge nicht gesehen, wo Zeron das hier baut. Oh Gott, ich habe so viele Folgen schon nicht gesehen. War das gerade Herzchen? Beruhige dich. Was ist denn das hier? Der Fruchtzwergkönig. Mit Schilder. Mhm. Fruchtzwerge. Kann man was essen, ja? Ich finde das Gebäude. Ich mag das Gebäude sehr. Ich möchte gerne einziehen. Sofort. Gut. Ja, das Haus ist. Hier hat sich nichts verändert, meines Wissens. Geht's hier irgendwo lang? Hier geht's durch. Genau. Dann geht's hier ins Wasser. Plätscher, Plutscher. Hier steht ein Bett. Ich habe immer noch nicht die Textur verändert. Böser Tomcat. So, hat sich irgendwas verändert? Nö, wir müssen da hin. Da müssen wir hin. Ja, die habe ich wieder. Na gut, das kennt er ja, ne? Die Textur mit diesen Weinblättern. Finde ich schöner. Oh oh, ich sehe gerade was. Ich sehe gerade was, was ihr nicht seht. Doch, ihr habt schon gesehen. Ich müsste theoretisch mal die Villa da einrichten, ne? Die Burg. Und was hier passiert? Warum ist hier alles so kahl? Aber Karl! Oh, da ist was passiert. Da ist ein Schiff. Ja, hier ist meine Burg, ne? Genau. Was ist das hier? Hm. Ach, das ist vom Logan die Villa, ne? Ja, hier haben wir... Schön, dass ich so viele Mieteinnahmen habe, ne? Ist nur interessant, dass ich davon gar nichts sehe. Nicht wahr? Reichen 3 Bäume, um die Welt zu retten? Wo soll ich das wissen? Woher soll ich wissen, ob 3 Bäume reichen? Was? HG, Hallenlager 4. Lagerhalle 4. Bunter Hund. Bunter Hund. Sagen wir hier? Bunten Teppich. Bunte Kisten. Oh, Essen. Oh, Lampen. Mhm. Moment mal. Mhm. Aha. Feine Backwaren. Mhm. Glocken. Glocken läuten. Porzellansteinchen. Oh, richtige Reichtümer. Wem gehören die denn alles? Was? Was haben wir denn noch so? Holz? Buntes Zeug. Naja. Gucken wir weiter, ne? Psst, psst. Hey, hey, du, hey. Psst, psst, psst. Hey, du. Ja, du. Okay, hier ist definitiv was neu. Junge, Junge, Junge. Hier der Bahnhof, ne? Ist das der Bahnhof? Ja, und da ist irgendwie eine Bambusfarm. Was ist das? Panda-Bären. Panda-Bären. Warum sind denn hier Panda-Bären? Oh, guck mal, oben links. Oben links aufs Radar. Da
Da sind ganz viele Pandas. Ich will auch so einen Panda-Bär haben. Gib mir einen Panda-Bär, ich will schmusen. Komm, wir schmusen mal. Nee, wir gucken erst hier rein. Hallo Bahnhof. Schick. Ja, die Textur hat der Zeron hier immer noch nicht angepasst. Die hier. Ich selbst kann sie nicht anpassen. Ich habe keine Ahnung, wo der Fehler da liegt. Ja. So, wo geht's hier? Ach, hier ist die Schussanlage. Kommt man ja gar nicht mehr hin. Kann ich gar nicht mehr schießen. Na gut. Ja, hier ist der Bahngleis, ne? Yes, wo geht's dahin? Achtung, Einfahrt, Bahnhof, bunter Hund. Das könnte auch heißen, Einfahrt, bunter Hund, Hundsgrab. Huch, hupsi, pupsi, ich möchte hier durch. So, was haben wir denn hier? Das sieht aus wie ein Förderwagenschacht. Okay. Haben wir so ein bisschen gestruppt, finde ich niedlich gemacht. Hier ist ein bisschen Feld. Hallo, sag mal, danke. Eingang Schreibstube. Guten Tag. Was? Frau Kummer. Ich habe aber keinen Kummer. Ist das ein Kummerkasten? Ach so. Oh. Ist ja witzig. Ja, die Fenster gefallen mir, ne? Was ist denn hier noch so? K und H. Wartebereich. Schreibstube. Bitte haben Sie etwas Geduld. Hier steht nichts. K und... Was? K und H. Und K und R. Schlepperaufträge. Meister... Hochrad. Schlepperaufträge, eine Uhr. Ja, was denn? Wo ist denn eine Miezekatze? Miezekatze. Krummer Hund. Schlepper und Löscher. Okay, ich würde jetzt sagen, das klingt alles so ein bisschen nach. Ist hier das Fenster offen oder was soll das hier sein? Oder warum ist hier kein Glas? Oh, wie sieht das auch komisch aus, ne? Das klingt alles irgendwie nach Frachthafen, oder? Wir gehen mal hoch. Was haben wir denn hier für schön? Oh, eine super Sitzecke. Gefällt mir richtig gut. Schön mit einer Tischdecke. Man kann da... Oh, krass. Krass, man kann da rausgucken. Hier zum Denkmal da, oder was das ist. Andenken, ne? Küche. Mit Küchenschränken. Tolle Sache. An den Kühlschrank kann man nicht mehr, aber es macht ja nichts. Man kann ja so noch ran. Nochmal eine kleine Sitzecke. Hallo. Ich glaube, da schlafen Leute. Da möchte ich jetzt nicht rein. Und das Dach. Da schlafen auch Leute. Natürlich alles ganz offen. Da qualmt der Schornstein. Hier qualmen die ganzen Schornsteine in den Hundsgrab. Umweltverpestung. Miezi-Katzi. Miezi? Nee, du wirst mir nicht schade. Gut, Schlepper, also wird das irgendwas mit einem Schiff zu tun haben. Oh. Und was ist das? Ich weiß nicht, also das Schiff sieht schon nicht schlecht aus, ne? Muss ich mal sagen. Das hat das Zeron gebaut? Nee, oder? Also ich träume schon einiges zu. In letzter Zeit hat er ja ziemlich tolle Sachen gebaut, aber das Schiff hat er nicht gebaut, ne? Das war der Logan. Ich glaube, das hatte ich gesehen. Bin mir aber nicht sicher. Ja, gehen wir wieder raus. Also eine Schlepper. Ach so, hier. Sitzt der da drin, ne? Ist gut. Hier geht's also runter. Ja, moin. Ach hier, das sind die Korallenbrüder, ne? So, was haben wir denn hier Feines? Boah, schaut mal. Das sieht, das Haus sieht echt gut aus. Was steht da dran? Schlepper und Löscher, krummer Hund. 2089. Lager 1.
Fässer. Stallungen der Lastenesel. Nichts drin, ne? Aufzug, Bahnhof. Ach so, ach, wie cool ist das denn? Das finde ich ja nett. Ist echt schick. Hier sind die Esel, ne? Dann können die Esel quasi hier hin und dann können die hier rein und dann können die hoch, glaube ich, ne? Coole Sache. Ausgang Hafen. Nicht schlecht. Und was ist das hier? Ich glaube, hier gibt es was zu essen. Hier kann man bestimmt hoch. Mit Dachterrasse. Schön. Uah. Oh Gott. Ja, gibt es hier noch irgendwelche neuen Sachen? Ich wüsste jetzt nichts, ne? Nö, ich glaube nicht. Wir können ja noch ein bisschen rumgucken, aber das machen wir in der nächsten Folge. Da sind schon 22 Minuten um. Ich sage von dieser Stelle vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal, Freunde, ne? In diesem Sinne, bis dahin, ciao. Und vergesst das Video auf dem Zweitkanal nicht. Tschüssi. Ciao. Wowie.